Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Demnächst steht das nächste Duo-Tournament an und zwar wird das Ganze wieder vorne GMAC veranstaltet. Die letzten Seasons hatten wir ja immer das GMAC Solo-Event und das wird eben halt im nächsten Monat im November auch als Duo-Format verfügbar sein. Dann allerdings eben halt nicht mehr ein Solo-Format geben von GMAC und dazu werde ich euch in diesem Video als erstmal zeigen, wie das ganze Format aufgebaut ist, was es für ein Placement-System gibt und was natürlich die Preisgelder sind. Danach werde ich euch noch zeigen, wie ihr euch dafür qualifizieren könnt. Beziehungsweise was ihr machen müsst, um euch dafür zu registrieren. Und dann werde ich euch am Ende nochmal zeigen, wie ihr am besten dafür practicen könnt. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wenn ihr natürlich in Zukunft auch keine weiteren Videos hier mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit dem Format der GMAC. Das Ganze ist weiterhin relativ ähnlich aufgebaut zu vorher. Also wir haben immer noch die gleichen Runden mit Heats und so. Trotzdem für alle, die jetzt etwas neu dabei sind, werde ich das Ganze nochmal detailliert erklären. Und zwar schauen wir uns dafür die GMAC Website an. Das heißt, hier könnt ihr euch das Ganze natürlich auch nochmal selber anschauen auf gmac.com/Fortnite. Auf jeden Fall gibt es eben mal zwei Heats. Das heißt, zwei Möglichkeiten, wie man sich für die Semifinals qualifizieren kann. Jeweils 250 Leute kommen aus den jeweiligen Heats weiter. Und das Ganze funktioniert eben halt so, dass ihr eben halt nicht, um an Heat 2 teilzunehmen, an Heat 1 teilgenommen haben müsst, sondern ihr könnt eben halt einfach entweder nur Heat 2 spielen, nur Heat 1 spielen oder beide spielen. Und ihr müsst nur einem der beiden Heats eben halt es schaffen, unter die besten 250 Spieler zu kommen. Und wenn ihr dann es geschafft habt, in die Semifinals zu kommen, dann seid ihr unter den besten 500 Duos, eben halt 250 aus den jeweiligen Heats. Dort spielt ihr dann ebenfalls wie auch in den Heats jeweils 10 Runden über 3 Stunden und von dort kommen dann noch die besten 50 Duos weiter. Das heißt, insgesamt 100 Spieler kommen weiter ins Finale und im Finale gibt es dann aufgrund der 100 Spieler, die insgesamt höchstens drin sein können, natürlich nur eine Lobby. Dadurch findet das Ganze natürlich wieder im klassischen 6-Game-Rhythmus statt, wo dann alle Runden gleichzeitig starten. Das heißt, es gibt nur eine Lobby parallel und ihr habt dann eben halt die Möglichkeit, auf das 250.000 Dollar Preisgeld, also den insgesamten Preispool. Natürlich bekommt der Erste nicht direkt 250.000 Dollar, aber das Ganze ist auf jeden Fall dann im Finale aufgeteilt und ja, bekommt eben halt auch wirklich nur im Finale Preisgeld, so wie es natürlich die letzten Runden bzw. die letzten Male von GMAC natürlich auch schon war. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns erst als nächstes nochmal die Zeiten an. Und zwar geht das Ganze natürlich wieder einmal in Europa, in Nordamerika, Osten und natürlich noch Westen. Das Ganze findet als erstes bei uns in Europa statt, schon am 7. November. Das ist tatsächlich schon in 15 Tagen, das Ganze von 15 bis 17 Uhr. Normalerweise war ja so die klassische Zeit 15 bis 18 Uhr. Wegen der Zeitverschiebung, die jetzt allerdings an diesem Wochenende ist, ist das Ganze eben halt eine Stunde nochmal früher. Hier 2 findet dann 18 bis 21 Uhr Start. Sehr, sehr chillige Zeiten, vor allem an einem Samstag. Sollte man das locker spielen können. Semifinals sind dann 14 bis 17 Uhr am Sonntag und an die Grand Finals dann 18 bis 22 Uhr. Für Nordamerika Osten findet das Ganze dann am 12. und 13. statt. Das ist auch ein Donnerstag und Freitag. Das heißt, es wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig sein, daran teilzunehmen, denn ihr müsst natürlich bedenken, die 5 p.m. sind hier nicht 17 Uhr bei uns, sondern das ist eben halt mit Zeitverschiebung irgendwann so gegen 0 Uhr. Ich habe keinen Plan, wann das genau ist. Auf jeden Fall sehr, sehr spät. Das eben halt, wie gesagt, an einem Donnerstag ist relativ schwierig. Wenn ihr Möglichkeit dazu habt, das zu spielen, könnt ihr das natürlich gerne machen. Allerdings werde ich wahrscheinlich nicht die Möglichkeit haben, das Ganze spielen zu können. Und es wird eben halt dann auch so sein, dass euer Duo-Mate natürlich genauso auch das Ganze spielen können muss. Das heißt, euer Duo-Mate muss natürlich auch die Zeit dazu haben, das Ganze spielen zu können. Und Nordamerika West findet dann am 19. und 20. statt. Bei Nordamerika East haben wir ja immer noch einen besseren Ping. Nordamerika West wird dann immer noch später mit einem noch schlechteren Ping. Das heißt, dort ist es auf jeden Fall ganz schwierig, das Ganze spielen. Trotzdem, wie gesagt, ist natürlich immer noch eine schöne Möglichkeit, das zusätzlich mitzunehmen. Dann schauen wir uns jetzt direkt das Scoring-System an. Natürlich ist das über die ganzen Runden verteilt gleich. Das heißt, in den Heats, in den Semifinals und im Finale bekommt man natürlich genau die gleichen Placement-Punkte. Und zwar geht das Ganze ab Top 25 los. Das heißt, ab 50 Spieler insgesamt, die am Leben sind, könnte es rein theoretisch die ersten Punkte geben. 25 Duos müssen jemand leben, dafür gibt es dann 2 Punkte. Es ist im Prinzip genau das gleiche wie im Solo, jemand nur auf Duos hochskaliert. Top 24, 23 und 22 geben dann jeweils nur 1 Punkt, das heißt dort eine kleine spezielle Sache. Und dann eben halt weiterhin jedes einzelne Duo, was weiterhin stirbt, gibt euch 2 weitere Punkte. Ab Top 5 das Ganze dann auch noch 3 Punkte und der Sieger an sich gibt euch dann 6 Punkte. Das müssten zusammen
55 Punkte für Scoring, fürs Placement einfach sein. Und dann bekommt er noch zusätzlich dazu 5 Punkte pro Kill. Das ist natürlich auch ordentlich was, vor allem weil man im Duo immer etwas leichter Kills machen kann als im Solo. Und im Solo waren es eben halt auch schon nur 5 Punkte. Das heißt, es wird wahrscheinlich etwas leichter sein, mit Kills wirklich gut Punkte zu machen. Das heißt, ich empfehle euch da auf jeden Fall schon mal in den ersten Runden eher etwas zu W-Keyen. Und dann könnt ihr notfalls noch in den späteren Runden wirklich safe spielen, damit ihr natürlich am Ende die besten Punkte rausholt insgesamt. Und ihr müsst vor allen Dingen aufpassen, in der ersten Runde wird vor allen Dingen von Pro-Playern sehr, sehr doll gew-keyed. Und beispielsweise war es ja auch so, letztens hatte ich die Solo-Dreamhack gespielt. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, werde ich mal oben in der Infokarte dort verlinken. Und dort war es ja auch so, dass ich in der ersten Runde direkt von Morgan gekillt werde. Das heißt, passt da wirklich auf, dass ihr vernünftig W-keyen könnt und eben mal keine Panic schielt, wenn euch jemand selbst W-keyt. Und wundert euch auf jeden Fall auch nicht, wenn ihr dort gew-keyed werdet. Wie ich es auch schon angesprochen hatte, gibt es für die Heats und für die Semifinals kein Preisgeld. Und das ganze Preisgeld ist nur über die Finals aufgeteilt. In Europa sind das dann $24.000 für den ersten Platz, also $12.000 pro Person des Duos. Und dann bis zu $600, also $300 pro Person für die ganzen Leute, die überhaupt im Finale sind. Es gibt ja 50 Duos im Finale, Top 50 bekommt dort auch das Preisgeld. Das heißt aber, falls ihr euch qualifizieren solltet fürs Finale und nicht am Finale teilnehmt, werdet ihr, glaube ich, auch nicht die Möglichkeit haben, euch das Preisgeld abzuholen. Das heißt, spielt at least eine Runde, dann solltet ihr safe da auf jeden Fall sein und euch notfalls immer die $300 pro Person mitnehmen können. Ist auf jeden Fall sehr, sehr chilliges Preisgeld und Top 50 sollten jetzt auch nicht so schwierig sein zu erreichen. Vor allem 100 Spieler sind immer schon eine ganz schöne Menge, wenn man ganz gut ist, dort ordentlich trainiert. Dann geht es auf jeden Fall, wie gesagt, dazu sage ich noch später mehr. Als erstes schauen wir uns jetzt mal an, wie man sich dafür registrieren kann. Und zwar braucht man logischerweise natürlich erstmal einen Duo-Mate. Den könnt ihr euch allerdings notfalls auch selbst noch am Tag der Dreamhack aussuchen. Das heißt, bis dahin habt ihr Zeit, euch ein Duo zu finden. Ihr könnt euch allerdings jetzt schon als Solospieler registrieren. Das heißt, dafür müsst ihr nur einmal auf die dreamhack.com/Fortnite-Website gehen. Werde ich auch mal unten in die Videobeschreibung packen. Das heißt, dort könnt ihr direkt auf den Link klicken. Ansonsten natürlich einfach eingeben. Dann müsst ihr hier einmal auf Sign Up klicken. Wie gesagt, ihr könnt euch dort als Solo registrieren. Braucht ihr aber natürlich, um daran teilzunehmen, am Ende ein Duo. Hier müsst ihr dann erstmal nur eure ganzen Daten eingeben, euer Geburtsdatum und so natürlich. Das Ganze müsst ihr natürlich auch echt machen, das heißt, ihr dürft dort nicht irgendwelche Daten faken oder so. Dann müsst ihr noch euren Ingame-Namen eingeben und dort ist natürlich wichtig, dass ihr euren Epic Games-Namen eingibt und nicht euren Konsolen-Namen. Meistens haben ja vor allen Dingen Konsolenspieler oder ehemalige Konsolenspieler noch einen Konsolen- und einen Epic Games-Namen und ihr müsst eben halt wirklich den Epic Games-Namen eintragen. Falls ihr irgendein Team habt, irgendeine Organisation oder einen Clan, den ihr dort eintragen wollt, könnt ihr das natürlich auch hier machen. Dann könnt ihr einmal auf Weiterklicken. Hier könnt ihr dann einmal auswählen, auf welchen Servern ihr spielen wollt. Ihr könnt rein theoretisch alle anklicken. Das heißt, falls ihr euch nicht sicher seid, ob ihr das spielt oder nicht, könnt ihr eben halt das einfach anklicken. Seid ihr auf der sicheren Seite. Ihr könnt allerdings auch rein theoretisch gar nichts, also wenn es immer möglich wäre, könntet ihr gar nichts anklicken und trotzdem alles spielen. Auf jeden Fall eins müsste man auf jeden Fall anklicken. Danach brauchen wir noch einmal den Discord-Username. Den findet ihr, indem ihr einmal auf Discord geht, auf euer Benutzereinstellungssymbol klickt, dann auf meinen Account geht und dann hier einmal das kopiert mit dem Hashtag direkt da dran. Das heißt, ihr müsst wirklich euren Namen danach ohne Leerzeichen, den Hashtag und dann noch die Zahlen hinter dem Hashtag reinschreiben. Dann braucht ihr noch einmal euren Twitter, falls ihr überhaupt einen Twitter habt. Falls ihr immer keinen Twitter habt, müsst ihr das auch nicht eintragen, logischerweise natürlich. Und dort natürlich den Namen mit dem Ad vorne dran, damit das Ganze natürlich richtig ist. Danach müsst ihr dann hier noch einmal das anklicken. Ist eigentlich egal, was dort genau anklickt, hier noch so ein paar Sachen machen, dann müsst ihr hier noch einmal den Link kopieren. Dort seid ihr, bin ich zumindest jetzt schon registriert. Falls ihr noch nicht registriert seid, müsst ihr hier auf diesen gelben Button klicken, der an der Stelle ist, und dann habt ihr euch auch schon für alle Regionen registriert. Das heißt, ihr könnt dann auf NA East, NA West und Europa spielen. Wie gesagt, ist egal, was ihr eigentlich davor angeklickt habt, ist immer nur besser, wenn man es immer so macht, wie es dann auch am Ende ist. Dann hier noch einmal das ganze Green, die AGBs und so, liest sich so oder so kein Schwein
Schwein durch und akzeptiert man so oder so immer. Dann seid ihr nämlich auch schon fertig damit. Wahrscheinlich wird es auch noch bis Januar 2021 die DreamHack-Events in Duos geben. Also ich denke zumindest, dass auch im Dezember und Januar das Ganze im Duos sein wird. Danach steht noch nicht fest, ob es weiterhin DreamHack geben wird. Ich denke mal aber, dass es trotzdem weiterhin DreamHack geben wird. Bin ich mir auf jeden Fall sehr sicher. Das heißt aber, für Dezember und Januar werdet ihr auch dieses Tutorial natürlich genauso benutzen können, wenn ihr euch dort für die DreamHack registrieren wollt. Und dann würde ich sagen, gehen wir als letztes nochmal zum Punkt, wie man am besten für die DreamHack trainiert. Und zwar ist ja zurzeit leider so, dass man nur die Möglichkeit zu Arena Solo und Arena Trios hat. Und Duos kann man somit nicht vernünftig in Arenas trainieren. Man kann natürlich auch keine normalen Scrims spielen, weil man letztendlich Scrims nur von wirklich vernünftig in Arena-Modus spielen kann. Kann natürlich irgendwelche Scrims in einem normalen Duo spielen. Man kann generell normal Duos spielen. Das geht natürlich einigermaßen. Allerdings hat man schlechtere Gegner häufig da drin. Man hat natürlich kein Leben pro Kill, weniger Mats und so. Und alles ist etwas schwieriger. Man hat keine Endgame-Zones. Das heißt, es wird auf jeden Fall nicht leicht gemacht, das vernünftig zu practicen. Deshalb empfehle ich euch am besten, falls ihr ein Trio habt, spielt erstmal weiter mit dem Trio. Denn im Trio werdet ihr natürlich genauso gut Communications trainieren können. Ansonsten könnt ihr natürlich in Creative reingehen, euch irgendwo auf Discord 2 vs 2 Gegner suchen, in Zone Wars, in Boxfights, in Realistics, und dort könnt ihr natürlich sehr, sehr gut eure Communications trainieren. Wenn ihr aber euer Gamesend zusammen als Duo trainieren wollt, dann ist das Beste eigentlich, was ihr machen könnt, Watch Reviewen. Oder ihr könnt natürlich ganz einfach in normal Arena Solo reingehen, als Solo Practicen. Das geht natürlich genauso gut. Und dann könnt ihr es vielleicht sogar so machen, dass ihr euch gegenseitig eure Games analysiert und eben halt schaut, was ihr besser machen könnt. Das trainiert auch immer sehr, sehr gut Communications und ist auf jeden Fall gutes Practice, wenn man immer nicht die Möglichkeit zu einem dedizierten Duo-Modus hat. Ganz vielleicht werden wir ja auch noch einen Arena-Duo-Modus erhalten. Ich glaube allerdings eher nicht daran. Falls es so sein sollte, können natürlich auch ganz normal Arena-Duo spielen, natürlich keine Frage. Und ansonsten müsst ihr euch, wie gesagt, mit diesen anderen Strategien etwas behelfen. Allerdings, wie gesagt, Arena-Solo reicht eigentlich meistens auch aus, wenn man zumindest sich im Trio insbesondere schon ein bisschen mit seinem Duo-Mate eingespielt hat. Und das war es dann auf jeden Fall soweit mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn es so sein sollte, lasst gerne eine Bewertung hier unter dem Video da, und dann bis zum nächsten Video. Ciao.